Yo! Moin, Deadman! Ach, die hören mich noch gar nicht. So. Jetzt sollte die mich hören, ne? What? What? Wo? Was moin, hören wir dich jetzt? Moin, Deadman! Hey, komm, ja. hörst du Losty? Was? Wer? Wen? Wann? Warum? Losty! Nein, ich höre dich schon. Alles gut. Alles gut. Nicht. Da sind wir wieder. Nach 2 Tagen Pause sind wir wieder am Start. Die akrobatischen 3. Homo, Deadman und meine Wenigkeit. Der Losty. Losty. Losty, lustig. Losty. So. Also wir kamen ja heute auf den Server, auf den Stream-Server und haben da mal richtig einen vor die Schotten gekriegt, möchte ich mal sagen. Das sah hier aus wie nach einem Bombenangriff. Es waren Löcher in den Foundations. Es war also, standen Wände nicht mehr. Es war alles halt eben kaputt und kurz und klein und die ganze Taming-Box war weg. Alles war weg. Alles war kaputt. Woran lag's? Nach dem Update der Corrected Structures war es, glaube ich. Hat die nicht mehr so richtig bei uns funktioniert und dementsprechend waren alle Strukturen, die wir mit der Correctors Structures gemacht haben, weg. So. Das heißt, wir hatten dann heute den Nachmittag damit zu tun, alles erstmal wieder aufzubauen. Ich denke mal, wir haben es so einigermaßen vernünftig geschafft an unsere aufmerksamen Zuschauer. Wenn euch irgendwas auffällt, was noch nicht so wieder hergerichtet ist, wie es war, dann gebt uns bitte Bescheid. Dann können wir das nämlich noch wieder ändern. Wie gesagt, wir haben seit heute Nachmittag sitzen wir dran und basteln hier die Base wieder zusammen. Weil wir doch ziemlich viel mit den Corrected Structures gemacht haben. Aber wie gesagt, sollte eigentlich jetzt soweit passen. Und sieht auch eigentlich wieder ganz schnuckelig aus. So gut wie neu, ja. Genau. Einmal drüber gebügelt und gut ist es. Eben. Passt schon. Ja, was machen wir heute? Also wir haben uns jetzt überlegt, dass wir in der Höhle definitiv nur noch unsere Waterbase lassen. Und dass dort halt eben alle Tiere rauskommen. Deswegen haben wir zwischenzeitlich auch schon mal hier die Skorpione und die Ankylos und hier die Angry Birds, hier die Terror Birds, die haben wir schon wieder hochgeholt. Die Angry Birds. Die Angry Birds, genau. Angry Birds. Die haben das alles kaputt gemacht, die Angry genau, Birds. Genau, die sind voll stinkig gewesen hier. Das ist gar nicht die Corrected Structures gewesen. Das ist ja hier Angry Birds. Angry Birds ist schuld, okay. Also die haben mit ihren Vögeln rumgeschossen und haben dann alles hier weggeschnetzt. Na gut, auf jeden Fall werden wir jetzt nach und nach uns den ein oder anderen Raptor tamen, dass wir halt immer auch Raptor-Eier bekommen. Übrigens hat es jetzt super gut funktioniert mit unserem Oviraptor da unten. Wir haben jetzt mal 33 Rex-Kibbles, weil unsere Rexe ein Ei nach dem anderen legen. Weil unsere Eier ein Rex nach dem anderen legen, genau. So, und dann haben wir erstmal unseren gesamten Eierbestand, den haben wir jetzt erstmal gekocht und erstmal Kibbles draus gemacht, was auch recht vorteilhaft war. Also wir haben jetzt einiges im Köcher und können richtig, richtig, richtig gut zur Sache gehen. Kibbeln. Richtig gut kibbeln, genau. Ein Kibbeln. Wir kibbeln uns ein, ja. Ja. Kibbelst mit, oder wie? Ah ja, und eine ganz große Geschichte, ihr seht's jetzt gerade. Komo. Der hat den Farbschrank nicht gefunden. Angucken. Der hat den Farbschrank gefunden und das ist immer etwas, was wir normalerweise nicht machen dürfen. Ihm erzählen, wo wir die Farbe gelassen haben. Ja. Weil dann sieht er immer aus wie so ein Paradiesvogel oder als wenn er gerade vom Karneval kommt. Wir können jetzt leider nicht mehr mit zum Tamen nehmen, weil jedes Tier vor ihm wegrennt. Also wie gesagt, er ist jetzt die perfekte Leuchtboje, vor allen Dingen mit seiner Mütze noch auf dem Kopf. Da. Wahnsinn. Den können wir ins Meer stellen. Das passt, Leuchtturm. Ihr findet mich aber immer wieder, also. Ja klar. Du, wenn du jetzt gestorben bist oder sowas. Augenblicklich finden wir dich eher abschreckend. Davon abgesehen, wenn du dann gestorben bist oder sowas, dann haben wir auch kein Problem mehr damit, deine Leiche wiederzufinden, weil die ist definitiv. Bloß auf der anderen Seite, ins Wasser setzen ist vielleicht auch nicht so die Lösung. Da flüchten dann die ganzen Wassertiere zu uns auf die Insel. Genau, dann nöppeln die Fische von selber ab. Oder wie war das? Ja. Die machen dann eine Schnellevolution durch und dann. Ja, Schlappi, jetzt bist du blind, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Das war's jetzt mit unserer Moderatorin. Komut, vielen Dank.
vielen, vielen Dank. Ja, immer gerne, immer gerne. Bist immer gerne zur Hilfe, ich weiß. So, was machen wir denn jetzt? Wollen wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen um so ein paar kleine Raptoren kümmern? Wenn ich dann hier hochkommen würde, wäre das alles ganz toll. Ja, das hast du gebaut. Ja, ich bin ja schon. Ich bin ja schon auf Birdie drauf, so. Hättest du können nicht auf der anderen Seite der Insel eine Leiter nach hier oben bauen? Auf der anderen Seite der Insel? Ja, dass man noch bekloppter laufen muss. Wäre es nicht einfacher gewesen, hier direkt auf der Terrasse eine Leiter nach oben zu machen? Ja. Nee, da muss man erst ums ganze Haus drum rumlaufen. So langsam aber sicher höre ich gar nicht mehr auf euch. Nee. Das merke ich. Das ist mir so egal. Solltest du aber mal. So. Das schreit nach Schmerzensgeld. Ja, Schlappi, dann. Weißt ja, musst du den Komo mal halt eben so in die Mangel nehmen. Ey, unser Biber, ne, den ihr da auf Naval Wandering gestellt habt, der ist, kaputt? Ne, das ist ein Kreisdreher, ist das hier. Das ist ein Brummkreis. Ja, guck dir den mal an. Komm mal hier. Komm. Ich kann nicht, ich suche gerade Raptoren. Wo bist du denn jetzt schon wieder ganz? Ja, ich dachte, du willst Raptoren. Ja, will ich auch, aber wenn ich unser Brummkreisel hier sehe, den muss ich da irgendwo hier stoppen. Komm mal her. Hey, warum seid ihr mit den Agentavis unterwegs? Nehmt doch die Ketzals. Wieso soll ich die Ketzals mitnehmen? Ich krieg ja auch mit dem Agentavis. Was will ich mit dem Ketzal jetzt? Krieg ich doch jetzt keine. Außerdem kann ich gucken, ob der Raptor männlich oder weiblich ist. Ja, wenn ihr irgendwas Größeres wieder seht, was ihr mitbringen wollt, dann steht er wieder da. Legen wir sowieso nochmal los. So, Biber. Also, der andere Biber ist draußen, wie kann das sein? Der Biber Butzemann? Ja, der ist draußen. Achso, den wollte ich draußen drin laufen lassen. Genau, Disable Wandering lasse ich jetzt aber mal kurz, weil der ständig im Wasser drin ist. Ich weiß nicht, ob der irgendwie ein Reinigkeitsproblem hat. Auf jeden Fall ist er ständig da. Wo bist du jetzt hingeflogen, Deadman? Ich bin hier jetzt in einem Freilaufgehege im Streichelzoo für Biber und Achso, ja, dann lass uns jetzt hier rüberfliegen, dass wir jetzt hier... Hier rüber, wo welches wo wir hier? Wo wir auf dem Public unsere Base haben. Das ist doch klar. Das hier. Das hier, genau. Genau. Boah, also. Ich paar dann unsere Ketzals nochmal. Ja, stimmt. Bitte? Die. Ja, Komo Part. Ich paar dann die Ketzals nochmal. Komo Part 2. Ja, okay, das will ich dann hier sehen. Komo Part 2. Ob der eine Ketzal zum anderen findet? Naja, weiß ich nicht, ob die Taming Box jetzt vernünftig funktioniert. Die war ja auch weg. Nee, es geht rein um die Farbe, also nicht, dass die Ketzals blind sind. Das sowieso schon. Wenn Komo die da reinpackt. Wir haben kein einziges Team mehr, wo Komo dran vorbeigelaufen ist, die da irgendwo jetzt noch was sehen. Ja, klar. Dann können wir gleich alle mit gelber Armbinde und drei schwarzen Punkten versehen. Ja, genau. Das wird der Fall sein. Alle Vögel blind sind. Also Oviraptor ist schon mal hier. Jetzt brauche ich bloß hier einen richtigen Raptor. Wo ist er? Raptor. Das erste Ei ist nämlich gleich ausgebrütet. Ausgebrütet? Da kümmere ich mich dann mal drum, wenn ihr das macht. Was isst du das denn? Ja, das esse ich dann. Nein, das brüte ich aus. Aber komischerweise, die angebrüteten Eier, die futterst du alle. Schmecken die irgendwie besonders gut? Nein, das habe ich gar nicht angefuttert. Also die jetzt nur beinahe angefuttert. Okay, also die Evolution der Oviraptoren hat zugenommen hier, muss man ganz ehrlich sagen. Hier sind permanent... Diese kleinen Los, wirst du die auch haben? Die Los? Ja, die Los brauchen wir eigentlich auch für. Aber nee, wir haben schon ein paar. Wir haben schon vier, glaube ich. Die Los ist nicht so die Welt. Ich habe hier... Einen weiblichen Dilo Level 76. Ja, den nehmen wir mit. Den schmeißen wir da hinten dann nachher in die Taming Box rein. Britzeln dem einen über und dann ist das gut. Hier sollen wir noch einen Bruder für Shabby Mongo Chan mitbringen. Warte mal, ich sagte mal eben, welches Geschlecht der dann haben müsste. Aber ich glaube, mit den Kompi-Eiern, wenn die überhaupt Eier legen, ja, legen sie, glaube ich, da kannst du noch nichts mit anfangen. Genauso wie mit diesen Galinus-Eiern. Die kannst du aber paaren, dann haben wir mehr. Ja, viel super. Mehr bräuchten wir. Doch, für irgendein Tier, doch, Galinimus-Eier braucht doch irgendein Tier. Galinimus-Eier kannst Kibbel. Du kannst doch kein Kibbel draus machen. Nee, aber irgendeiner braucht doch vom Galinimus die Eier als Kibbel. Die kleinen sind aber keine Galinimus, sondern... Das sind Kompis, das ist schon klar.
Ja, aber ich meine die Galenimus. Galenimus, die braucht man. Galileumus, genau. Wo ist eigentlich unser Krafti hin? Krafti? Wer ist Krafti? Krafti ist unser Galenimus. Der steht auch draußen. Der steht draußen, der ist nicht mehr in der Höhle. Den habe ich auch mal in die frische Luft gepackt. Komo. Der schaut für mich so traurig. Komo, ich habe jetzt ein Ilo hier dabei. Wenn ich den in die Box werfe, kümmerst du dich drum zum Tame? Oviraptor. Ich bringe jetzt erstmal die Vögel hier raus. Ja, weil ich habe schon die hier. Die beiden großen. Wo hast du denn reingeschmissen? Hier ist kein Raptor. Ich habe noch nirgends reingeschmissen. Raptor. Wie kommt der jetzt dann Raptorland? Ich habe jetzt nur hier. Ich hänge gerade hier noch im Argentaris. Im Ketzer. Also wir brauchen viel Ketzaltaris. Ne? Jo. Taming Tours. Ja, die Stamina. Da ruft mich doch tatsächlich die Stamina auf den Boden der Tatsachen zurück. Oh. Okay, den ersten Dilo habe ich schon mal reingeworfen. Die Box. Ist er? Raptoren sind aber ein bisschen größer, Deadman. Raptoren sind ein bisschen größer. Ich dachte, du wolltest einen Dilo. Ich will einen Raptor. Ja, du hast doch gesagt, wir nehmen den 76er Dilo. Ja, den nehmen wir auch, aber Raptoren müssen wir jetzt suchen. Raptoren, wir haben noch nicht mal einen einzigen Raptor. Den Unterschied zwischen Raptor und Dilo, der ist mir durchaus bewusst. Okay. Beim Raptor sterbe ich schneller. Nix Malheur mit Raptor. So, das erste Ei ist gleich ausgebrütet. Hier irgendwo so die falsche Ecke war für Raptor. Das zweite Ei lege ich direkt mal daneben. Ich flieg mal hoch. Ihhh, komm und leg ein Ei. Oh Gott. Pui. Haben wir auch noch. Nein, aber nicht, kriegen wir auch nicht wieder rein. Was brauchen Dilos an Kibbel? Das weiß ich doch nicht. So. Bin ich der Master Tamer oder du? Du? Nö, ich mach das nicht. Wann habe ich das letzte Mal was getamed? Wann habt ihr mich das letzte Mal mitgenommen? Ja, im Moment haben wir jetzt ja auch gerade das Problem, dass wir dich nicht mehr mitnehmen können. Ja. Richtig. Ich kriege hier nicht mal in einem Radius von einigen Kilometern einen Raptor zu sehen, weil die fragen sich in die Hose scheißen. Die Dilos kannst du gar nicht. Was, die kannst du nicht verkibbeln oder was? Die Dilos wollen kein Kibbel. Dann essen die Prime. Die essen nur. Die machen nur Grundlagennahrung. Haben wir denn noch irgendwo rohes Fleisch? Haben wir nämlich nicht mehr. Kann ich dir aber was mitbringen? Das wäre verflucht gut. Das wäre mal ein Trick. So. Ah. Hier ist ein weißer Rex. Aber Rexis haben wir jetzt ja nicht. Die legen ja ordentlich Eier. Wenn das mal nachlässt, holen wir uns einen neuen. Ein neues Weibchen. Ja. Und irgendwie haben wir wieder einen Bug. Was denn für einen? Das Ketzer-Ei war ausgebrütet und der Ketzer sofort tot. Na super. Sofort. Ich hatte keine nicht mal den Hauch einer Chance, da Fleisch reinzupacken. Das hatten wir aber schon mal, ne? Ja. Okay. Rest in peace, kleiner Ketzer. Och man, wollte einen eigenen Ketzerl haben. Wolle Ketzerl haben? Wolle Ketzer kaufen? Ja, wollte ich. Wolle Ketzer kaufen? Oh, fein. So. Also irgendwas stimmt hier nicht. Warum? Die ganzen Einstellungen, die ich für den letzten Server-Neustart gemacht hatte, sind alle weg. Das bedeutet? Dass wieder... Ja. Das waren die Dodo-Sterbe-Sachen. Okay. 20-fach Nahrung. Und die hat er jetzt quasi dann noch nicht wieder umgeändert und deswegen war das Tierchen dann auch sofort hinüber. Richtig. Okay, ja, das leuchtet ein.
Tja, was machen wir denn da? Wolltest du da jetzt ein... Ich sammle das Ei jetzt wieder ein, das andere. Und dann wird dann beim nächsten Mal ausgebrütet, oder? Oder wollen wir gleich in der Pause mal einen Server-Neustart wagen? Dann müssen wir zu lange Pause machen. Server braucht ja fast eine Viertelstunde. Oh. Hm. Glaubst du, so lange wollen wir nicht Pause machen? Nee, die Pause wäre dann ein bisschen lang. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. So. Gamma 3. Wir sind dabei. So, bekomme ich dann Fleisch? Liebfrag. Kannst du kriegen. Ich bin ein bisschen weiter weg hier. Lieb guck. Nee, grimmig guck, weil grimmig eigentlich guck. Unterwegs. Aber. Ja, nee, nicht. dann hole ich selber. Ach, nee, nix. Dann. Ja, ich bin nicht so weit weg. Ich suche nur Raptoren. Ja, dann such Raptoren, ich schnetzle schon hier irgendwas. Also die Raptoren sind wirklich rar hier, oder? Raptoren. Raptoren. So, dann fliegen wir mal. Irgendwas gibt's doch hier bestimmt, was ich mal eben schnell schnetzeln kann. So. Ja. So ist das. Auf geht's. Ich weiß aber auch nicht, wo hier in auf Valhalla die Raptorenanzahl am höchsten ist. Keine Ahnung. Also generell im Landesinneren findest du sowieso mehr. Ja, ich meine, dass auch im Schneebiom einige rumstolzierten, ne? Uff. Also, die sind, glaube ich, weniger am Strand. Auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv. Definitiv sind die da weniger, das stimmt. Also, ich komme jetzt mal rüber zur Insel. Ich habe ein bisschen Fleisch dabei. Ich komme mal zu dir. Gut. Nun komm doch einfach mal her. Ja, Spaß beiseite. Dann breche ich das hier mal ab. Bisschen Fleisch habe ich mir jetzt schon geholt. Ich Held. Warum? Du bist ja ein Held. Ich hätte auch einfach aus dem Futtertrog nehmen können. Boah, nee, ne? Ach, du hast nochmal. Ich dachte, du wolltest Prime besorgen oder sowas, dass du deswegen so einen großen Aufschluss machst. Jetzt will er. Nee, Komo. Ich glaub das nicht. Oder hast du was an Prime dabei? Nee, Prime habe ich nicht. Prima. Hab bloß Kleingetier geschnetzelt. Bloß Kleingetier klein gemacht, ne? Das ist ja mal geil hier. Baumstümpfe, die hier stehen. Schick, schick. Habe ich hier mal einen Stego gelegt bei uns auf der Insel. Ey, der ein Stego. Ja. So brauchten wir noch mal Stego-Kibbles. Das sind... Wofür waren die noch hier, Stegos? Für Agentavis, ne? Ja. Naja. Agentavis haben wir genug. Haben wir genug. Da brauchen wir nichts mehr. Jetzt fall doch endlich um hier, blöder Bronto. Was willst du noch? Achso, du schnetzelst gerade im Bronto, ja? Jo. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Prime mit. Hier ist ein Steckst Rex. Du? Hier ist ein Rex. Hier unten am. Rex. An der Höhlenöffnung da? Macht gerade hier. Jo. Oh. In dem Gatter. Oh. Säbelzahn, du blödes Vieh. In dem Gagatter? Was für ein Gagatter? Das gibt Ärger. Ah, okay. In dem Gatter da. Und
Kann sein, dass sie irgendwie pissig sind. Kann sein, dass die beide auch gleich tot sind. Deshalb abhauen. Und ich habe nämlich dann drei Brontos auf einmal gelegt. Okay, da sind Wölfe, die haben gerade hier einen. Gerade mal ihr Mittagessen verdorben. Toll. Oder ihr Nachtimbiss, besser gesagt. Also ich habe jetzt jede Menge Prime. Ein bisschen Prime habe ich jetzt auch. Ein wenig Prime. Okay. Ich fliege jetzt mal eben hier hoch wieder. Ach ja. So, also die drei Brontos sind zerlegt. Wo bist du oben? Jo, Box, ich bin oder? An der Taming Box. Du hast aber im Server Manager keine Raptoren ausgestellt oder sowas, ja? Nein. War auch nur ein Scherz eigentlich, aber. Ich nehme mir das so? Prime schon raus. Ach ja. Oh, Du hast getamed? Ja, ich. Kannst du gleich umbenennen, wie du möchtest. Das ging schnell. Ja, haben wir denn schon Vorschläge für Namen? 110, Level 110. Alter Verwalter. Also ich hätte jetzt gedacht, dass der mindestens 3-4 Primes braucht. Hat er mit einem jetzt genug gehabt, oder wie? Hast mit du alles einem? Rausgenommen? Ich, hast du alles nee, rausgenommen? Also aus dem Vogel, ja. Ist das okay. Denn, ist das hier ein Männchen oder was ist das? Was? Der Dilo? Mhm. Weibchen. Naja. 76er Weibchen. Sonst wäre Killer was? Schon geil gewesen, ne? Killerin dann halt. Killerin. So, Losty, wo bist du hingeflattert? Im Schneebiom. Ja, da sollte ich auch jetzt mal ganz schnell raus, weil ich habe nur noch die Hälfte des Lebens. Bitte, hab dich gern dran erinnert, kein Problem. Vielen, vielen Dank. Ja, passt schon. Haben wir nicht mittlerweile... Das ist gut, dass du mich erinnert hast. Ich werde nämlich hier gnadenlos verreckt. Weißt du, wenn haben wir nicht eigentlich mittlerweile eh schon genug... Pelz, dass wir uns Pelz mal eine Winterrüstung anlegen können. Ja, das wäre cool. Das wäre echt gut. Ich kann ja noch ein bisschen was mitbringen an Pelz. Ich bin ja gerade hier im Winter. Ja, das hört sich doch gut an. Dann schnapp ich mir mal hier so einen Wolf. Komm. Der haut natürlich dann gerade an. Dann schnappst du dir einen Wolf? Ich schnapp mir mal einen Wolf. So, Wolfschnetzel. Pelze waren noch nicht oben, nehme ich an. 293. So, pass mal, ein bisschen was hat man. Von ein paar Mammuts und so, Wölfe, alles was so. Weg lief. So, pass mal auf. So, wo kann ich den denn jetzt mal legen? Dass der hier. Weil er für mich noch ein bisschen Ausbeute hat hier. Und nicht von den anderen zerfleischt wird. Toll, hier sind überall Wölfe. Das geht ja ab hier wie Schmidts Katze. Meine Fresse. Okay, jetzt landet er unten. Und bitte auseinandernehmen. Birdie. Elfmal Pelz. Den haben wir mal auseinandergenommen. So, dann schauen wir mal hier, ob wir kämpfen wieder ziemlich viele Mammuts gegen einen Rex. Und da ist auch wieder viel Kleingetier mit zwischen. Mal sehen, wer davon gleich als erstes umfällt. Scheiße, ich muss wirklich was essen. Ich muss raus hier. Das ist übel. Bitte, du stirbst. Ja, ich hab nur noch ein Viertelbalken. Ah ne, drei hatte, aber der ist ja ausgehungert etwas. Ich muss raus hier. Ja, danke Schlappi. Ich sterbe. Nein, ich will noch nicht sterben. Und er ist gestürzt. Du bist noch so jung an Jahren. Ich flieg schon dagegen an. Ich flieg schon dagegen an.
Flieg nicht ins Licht! Flieg nicht ins Licht, genau! Nein! Nicht ins Licht, flieg! Bleib! Ich sehe schon das helle Licht. Ah nee, das ist ein Strahl, der da hinten ist. Okay. Ein gelber, das könnte deine eigene Kinder sein. Das wird eng. Ja, nee, so eng wird's hoffentlich nicht. Ich glaube, das passt schon. Ich. Guck mal, Flocke. Man könnte Angst-Hulu sagen. Flocke, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, hurra. Ich lebe noch. Yes! So, dann kann man auch ein bisschen raggen hier. Wie schön ist das denn? Und beim Raggen werde ich jetzt gleich abgeschlachtet vom Kano von hinten wetten. Wahrscheinlich, ja. So wie das so oft der Fall ist, ja. Bleib im Glück, ja. Genau, aber ich muss jetzt erstmal hier was trinken, glaube ich. So. Ah, ja, trinken ist ein gutes Stichwort, siehst du, da habe ich nicht gar nichts dabei. Da machen wir es doch mal richtig spannend hier, oder? Da machen wir es doch mal richtig spannend. So. Ich komme nochmal zurück zur Base und schau mal, ob ich jetzt mir irgendwie eine Pelzrüstung basteln kann. Weil das ist doch sehr, sehr unkomfortabel, damit im Snowbiom rumzufliegen. Ja. Das ist doch rattenkalt da gewesen, ey. Das ist nicht ganz schön. Vor allem, wenn du dann nicht direkt irgendwo hinfliegst, wo du nur eine Schneeflocke hast. Ja. Das geht dann ziemlich schnell. Ja, vor allen Dingen... Das ist mir auch schon passiert. Richtig, und jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt schon die ganze Zeit da raus und hab meine Foodleiste und alles war oben. Aber trotzdem rackt der nicht sofort, ne? Das dauert ein bisschen. Ja. Wird nicht gereckert. Wieso fehlen denn hier noch... Das wollte ich auch gerade sagen. Das hat er jetzt erst geladen. Wieso fehlen denn hier noch da? Ach da. Digger. Hast du den jetzt Digger genannt? Nee. Was für den Riesen-Dilo? Der steht am Wasserturm. Der steht am Wasserturm, okay. Der heißt noch Dilophosaurus. Okay. Ach, der Vogel hat ja alles... Vogel hat ja die ganze Arbeit gemacht. So, so war auch nicht die Welt hier. 19 mal Pelz bloß. Das hätte ich mir aber mehr vorgestellt, ja. Wir anstrengen Lusti. Ja, genau. So, aber ich glaube, haben wir. 1, 2, 1. Ah, die Schuhe kriege ich gerade nicht hin. Bei deinen Schweißfüßen, da würde ich mir keine Schuhe aus Pelz machen. Meinst nicht? Ja. Nee. Und du, ja gut, okay, hätte den Vorteil, du würdest dir das ganze Bug Repellent sparen. Also genau, okay, nee, mach die Schuhe aus Pelz, lass sie, das ist okay. Durchaus in Ordnung. Gibt's denn Gasmasken? Sind die jetzt schon im Ingame? Oder komm, kannst du dafür einen Mod machen? Die nennt man Atemschutzmasken. Atemschutz mal, wie auch immer, Gasmaske. So für den Fall. Nee, wir schützen nicht deinen Atem, wir schützen uns vor deinen Gerüchen. Will der Komo wieder witzig sein, ne? Das ist aber gar nicht witzig gewesen. Das war alles andere als witzig. Ja, bei Komo wird man blind und bei Lusty, da verwelkt man innerlich. Ey, das ist. Nee. Ja, was? Ich sag ja, wer euch als Kollegen hat, der braucht keine Feinde. So. Man soll sich halt die Leute aussuchen, mit denen man streamt. Ja, genau. Nicht einfach mal wild im Telefonbuch blättern. Ich wusste doch, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich wusste es doch. Ja, dieses wilde im Telefonbuch blättern bringt nix. Ja, weißt du, ich dachte einfach mal so, ach, tipp mal einfach mit der Hand drauf, den rufst jetzt an hier, ja. Du streamst jetzt mit mir arg. Ja. So. Selber schuld, sowas macht man nicht. Aber das kannst du dir für die Zukunft merken. Jetzt hast du uns an der Backe und das ist jetzt so, da musst du mitleben. Habt ihr Mitleid mit mir? Ich hoffe doch.
Ich hoffe doch. Sag mir einen vernünftigen Grund. Nein, jetzt weint er wieder. Oh, das wollten wir aber doch wirklich. Das wollten wir erreichen, genau. Das wollten wir erreichen. Ach ja. Nee, nee, nicht ganz fein, nicht ganz nett. Aber so sind sie nun mal, die beiden. Also Raptoren schaut hier schlecht aus. Ja, ich habe auch noch keinen einzigen Raptor gesehen hier. Ich auch nicht. Ja, da, wo du bist, und ja, vor allen Dingen rennen die auch sofort vor dir weg. Das ist, du brauchst dir im Raptoren und sowas keine Sorgen mehr machen. Eigentlich brauchst du keine Waffen mehr mitnehmen. Richtig. Die hast Solltest du an. Solltest nur deine Klamotten anbehalten. Die hast du an, die Waffe. Das ist die beste Waffe, die man sich vorstellen kann. Eigentlich solltest du dich umbenennen. Von Komo in Paradiesvogel. Aber da müssen wir auch eigentlich nach Island zurück und dann im Paradies irgendwo bauen, ne? Da würde dann richtig reinpassen. Also das ist hier wirklich... Ich weiß hast nicht, hier, ob hier die Spawn... Hast du mittlerweile haben. Mal einen Raptor gesehen, wenigstens? Nein, ich habe keinen Raptor gesehen. Das Einzige, was ich dauerhaft sehe, sind diese Ovi-Raptoren. Achso, Raptoren sind ausgestorben, Schlappi. Ja, das kann natürlich sein. Das, Oh, hier sind so viele Terrorbirds. Ja. Hier sind drei Terrorbirds. Ich hätte jetzt gedacht, wenn wir jetzt keine mehr sehen würden, dann weiß ich, woran es liegt, aber... Wir waren ja vorher schon nicht da, bevor Lusty seine Pelzsocken anhatte. Ich habe keine Pelzsocken an, ich habe meine Lederklamotten angelassen. Also meine Lederschuhe. Mhm. Was für Pelz hatte ich nicht mehr genommen. Ich bin sonst nur ein wenig in Pelz gekleidet. Für pelzige Füße hattest du nichts mehr? Pelzige Füße hatte ich nicht, nein, habe ich nicht. Möchte ich auch gar nicht, nö. Das ist ein wenig zu warm. Keine pelzigen Füße? Nö, mach ich nicht, will ich nicht. Säbelzähne hätte ich im Angebot, wenn wir denen beibringen, auf die Hinterfüße zu stehen. Sind das fast Raptoren? Ja, sind es fast Raptoren. Säbelzahnraptoren sind das dann. Ja. Sehr schön. Das ist dann die neue. Ich habe ein Female 29er Direwolf. Können wir auch mal mitnehmen? Haben wir noch nicht. Ich komme dann jetzt. Oh toll, ich habe keine Stamina mehr, also muss ich das Vieh jetzt. Männlicher Säbelzahn, Level 72. Ja, bring mal her. Ich muss erstmal runterlassen hier. Mal her, sagt er. Bring mal her. Elias. Okay, ja, man kann bei uns auf dem Server spielen. Du musst einfach Ausrufezeichen Server eingeben. Dann bekommst du die Serverdaten. So, das ist aber nicht für diesen ist Server. Nicht dieser Server. Sind, hier sind wir nämlich am Public-Server. Stream-Server ist der Public-Server. Da sind aber eigentlich relativ häufig einige drauf und dort kannst du dann mitspielen ohne Probleme. Ausrufezeichen Server musst du eingeben, dann bekommst du die Daten. Warte, ich werde dir mal zwar. Ja, genau, richtig. So, und dort kannst du ohne Probleme joinen. Sind einige Mods drauf. Dass es dann halt eben kurz dauern kann, bis du drauf kommst, weil er erstmal alles runterladen muss. Aber dort kannst du dann mit den anderen Leuten der Akrobaten-Community zocken. Ja, gar kein Problem, du. Gar kein Problem. Jederzeit gerne. Ihr wart jetzt Richtung Winterbiom aufgebrochen, oder? Ja, ich bin übers Winterbiom jetzt hinaus und... Also ich bin wieder auf dem Weg zurück zur Insel. Ich habe den Säbelzahn dabei.
Ja, schmeiß den da in die Box. Ich schau mal, was ich... Trennst du die Box gleich nochmal vielleicht ab, dass wir beide zur Verfügung haben? Ja, die sind zu. Die sind zu. Gut, dann kann ich mal gucken, dass ich vielleicht irgendwie einen hochrangigen Wolf hier mitbringe. Hochleveligen, hochrangig. Ein hochrangigen Wolf? Den Offizier. Master Sergeant Wolf! Master Sergeant Wolf! Yes. Ich guck mal, was ich noch so zum Hinlegen finde. Gucken, wie viel man in die Boxen Kissen reinbekommen hat. Bettdecke. Matratze. Und den Bronto kann ich leider nicht mitnehmen, das ist schade. Den kannst du auch so ziehen. So, der Wolf. Wolf ist schon mal drin. Soll ich den schon mal legen, oder? Der Säbelzahn wollte ich sagen. Ach. Der Säbelzahnwolf? Nee, so lass mal drin. Kümmere ich mich gleich drum. So, den Dreier hier, den brauche ich jetzt nicht unbedingt hier. So, ich fliege jetzt mal zu einem anderen, einer anderen Seite. Irgendwie finde ich tatsächlich... Haben wir eigentlich schon Schildkröten? Nee. Schildkröten haben wir auch noch nicht. Immer einfach so in die Mitte. Warum wolltest du Schildkröten? Boah, 96er Wolf. Ein 96er Wolf. Warte, den brauche ich wieder. Ich nehme mir jetzt einfach mal... Da hat er den ja... Ich nehme jetzt aber meine Schildkröte hier mit. Okay, jetzt hält er die Klappe. Das ist gut. Ist auch geil, ne? Wenn du ach, so hier. Schildkröte. Den muss ich mal kurz hier laufen lassen, weil ich eben kurz Stamina ranken muss. Wo kommt der hier wohl anscheinend nicht? Ganz schön zugesetzt hier, da. Naja, aber jetzt, pass mal auf, den Wolf, den nehmen wir uns mit. Das ist ein 96er Wolf. So, beißen tut er jetzt mal nicht. Ansonsten kriegt er wieder einen auf die Mütze. Das ist total genial, habe ich jetzt gerade festgestellt, ne? Wenn du einen Wolf hinten dran hängen hast, am Agentavis, und der beißt, dann musst du den einmal ordentlich in die Mangel nehmen. Und dann hört er auf. Gut, oder? Oh. Das sollte nicht passieren. Also was? 96er Direwolf kommt jetzt gleich. Sag mal. Ich hab dem Säbelzahn aus Versehen was zu futtern mitgebracht. Du hast die Schildkröte reingesteckt und er hat sie gefressen. Ich wollte die Schildkröte eigentlich daneben packen, aber sie ist dann da rein. Ja, macht nix. Er verhungert da wenigstens nicht. Ist schön, dass wir... Warte, welches Level hatte er? 72. Ja. Er hatte jetzt 71 im Kopf, dann hätte er noch ein Level gekriegt. Okay, hol mal mehr Schildkröten. Hol mal mehr Schildkröten. Schildkrötis! Elinja, moin moin! Ich glaube, das habe ich gerade noch gar nicht gesagt, oder? Doch, hattest du. Eigentlich schon. Ich? Okay. Doch. Dann, aber das habe ich das ja, wahrscheinlich. Du bist vergesslich, ich merke das schon. Habe ich wahrscheinlich unbewusst einfach mitgesagt. Du hattest, glaube ich, was gesagt, Homo, ne? Jo. Na, besser zweimal als gar nicht, oder? Ja. So, Zäbelsähnchen liegt. Zäbelsähnchen. Jetzt kommt hier gleich ein Wülfchen. Level 96. Wenn ich da noch ankomme, ist das. Aber das sollte eigentlich passen. Was braucht eigentlich ein Wolf als Kibbel? Kano. Ach, Kano haben wir noch nicht. Nee, haben wir noch nicht. Das musst du dann mit Prime machen. Ich besorge dir gleich noch ein bisschen Prime. Ich schnetzel da unten mal die Ich hab hier noch was. Hast du noch was, okay. Welche Box ist frei? Wir haben sie zum Glück nicht benannt. Die, wo nix drin ist. Die ist frei. Okay, wo bist du jetzt gerade drin? Ich bin gerade in keiner, warte.
Die andere, die hintere. Okay. Von dir aus gesehen. Ich sehe es gerade. Genau. Er ist drin. Jo. Gut abgeworfen, oder? Ja, gut gemacht. Nicht so wie ich mit der Schildkröte. Wieso sind denn hier jetzt Fenster drinne? Wenn ich da Fenster reingesetzt habe. Muss man jedes Mal erst das Fenster öffnen, wenn man durchschießen möchte? Oder schießt man einfach durchs Fenster durch? Der hat das Fenster kaputt gemacht, ne? So viel zum Fenster. Der Wolf, der reißt da mal eben ganz cool das Fenster auseinander. Das zweite ist auch schon kaputt, möchte ich dir nur mal sagen. Und es staubt ja, da drinne extrem. Ja nur, ich meine, wir haben und kannst die ganze du, Insel eine Glasfläche. Kannst du vielleicht ein Mini-Kommo mal wegpacken, weil ich glaube, der will dem Wolf ans Leder. Ich wollte ihn gerade. Okay, der stand nämlich noch auf. Ich leg da mal los und werd da mal richtig aggressiv. So. Da kannst du mal sehen, mein Säbelzähnchen hat nichts kaputt gemacht. Das war ja auch. War ganz friedlich. War das dann auch ein kleiner oder? 72. Okay, Licht. Da liegt er. Schöner an dem ist. Kriegst du den von außen? Nicht mal rein. Ja, sehr schön. Das ist doch gut. Sehr schön. Gut, aber 96er. Oh Mann. Ist ja auch nun mal nicht gerade klein. Ne? Ist ja. Was kriegt der denn dazu gleich? Mal schauen. Mal schauen, was der an Levels dazu bekommt. Vermutlich 47. Naja, ich muss den auf dem Weg dahin einmal greifen und. Das ist egal. Das echt? Gilt erst ab dem Zeitpunkt. Okay, also kann ich ihn quasi, halb tot anbringen halb und tot prügeln. Ja. Naja. Das ist ja etwas, was man nicht macht. Hier, wusstest du, dass hier in deinem Gehege dann Stego läuft, der nicht zu uns gehört? Ja, ja. Da sind auch schon vorhin Brontos durchgerannt, die nicht zu uns gehören. Okay. Gut. Was denen einfällt. Das gibt's ja gar nicht, oder? Ja. Geht gar nicht. Jetzt, so. Muss ich hier erstmal. Die haben auch direkt ihre Strafe bekommen dafür. Was haben wir hier jetzt eigentlich noch für Tiere? Die liegen jetzt im Inventar von uns als Steak. Als Steak, genau. Lecker Schmecker. Hier unten, den Stall, den reißen wir jetzt auch demnächst ab, ja? Weil den werden wir definitiv nicht mehr gebrauchen. Weil ja halt eben wirklich nur noch oben die Ställe hinkommen, ne? Und hier unten die reine Wasserbase bleibt. Ja. Dann müssen wir aber unsere Dungbeetles hier rausholen, ne? Ja, da müssen wir uns sowieso noch mal was einfallen lassen. Die sind irgendwie total träge. Ja, die...